Hier sprechen wir wieder Mio und Ustra und ihr seht eine weitere Folge von Minecraft. Und Mio ist noch am Häuser bauen. Ich habe soweit den ersten Eingang unserer U-Bahn hingekriegt. Man hier schön sehen kann, Hallöchen. Ja, erstmal Hallöchen, hi. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, erstmal. Nee. Stimme ich dir voll und ganz zu, wenn ich das so mache und dann da einen Block daneben stelle. So, ich wollte nämlich jetzt schon mal ein bisschen was von unserem Unrat, Wir haben Unrat. Ja, ohne Ende Unrat. Zum Beispiel Erde und so ein Blödsinn. Fichtenholz lasse ich mal hier in der Truhe. Vielleicht braucht man das hier noch. Aber Erde tue ich jetzt erstmal weg komplett. Und das tue ich erstmal komplett in unsere Truhen, ne? Im Lager. Ja. Dann gehe ich jetzt mal den Tunnel ab. Der natürlich noch irgendwann ein bisschen besser aussieht als dieses Rohkonstrukt hier. Aber erstmal geht es so. Oh oh. Oder was meinst du? Ja. Was ist OO? Was ich mir vorgestellt habe, funktioniert nicht ganz. Was hast du denn vorgestellt? Sprich mit mir. Du musst. Ich hatte mir vorgestellt, da jetzt so ein bisschen das zu erleuchten, hell zu machen. Es funktioniert aber nicht. Hell zu machen und erleuchten? Inwiefern? Ja, du kannst nicht Stufen und Glas zusammenpacken und. Na gut, das haben wir ja letzte Folge schon gelernt. Ja, das ist aber alles scheiße. Ja. Es stört mich immer wieder. Ich will das bauen, was ich möchte, und ich kann es nicht, weil das nicht gemacht werden darf. Das ist nervig, wirklich. Ja, glaube ich dir. Glaubst du es mir gar nicht? Doch, was soll ich dir dazu sagen? Ich kann dir nur sagen, das Spiel hat halt seine Regeln und ich kann daran nichts ändern. Muss ich leider mal so sagen. Es tut mir auch leid für dich. Ja, ich habe auch manche Sachen, über die ich mich... Nein, dass ich dich da immer mit reinziehe. Nee, ich könnte mich auch über manche Sachen tierisch aufregen, aber weißt du, was soll ich da machen? Lohnt sich nicht, meinst du, oder wie? Nee. Ich schmelz mal ein bisschen Eisen noch. Ja, mach mal. Auch hier einen ganz normalen Einfluss. So, ich denke mal, ich bin soweit ready. Und ich wollte mal hinten, da ist doch diese eine Schlucht hier, wenn wir hier nach rechts gehen. Da wollte ich mich mal ein bisschen umgucken. Ach, ich wollte ein bisschen was zu essen auch mitnehmen. Ich wollte mich da mal umgucken. Mach doch. Vielleicht bring ich dir was Schönes mit. Mal gucken. Hast du irgendwelche. Ich will endlich, dass jetzt Minecraft 1.8 kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Wegen den neuen Steinarten einfach, weißt du? Ach so, ja, klar. Da bin ich schon gespannt drauf. Hab aber leider keine Ideen für dich. So. So, haben wir das abgehakt, haben wir den Typen erstmal abgespeist, jetzt können wir uns weiter um unsere Scheiße kümmern, jawohl. Ja, du bringst mich ganz aus dem Konzept, was ich hier jetzt gerade machen wollte, es tut mir ja leid. Mir tut es auch leid, so. Okay, ja, gut, dann sind wir uns ja... einig, ne? So, ich bringe auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle mit, ein bisschen Eisen mit, so das Übliche, ne? Wenn ich irgendwas sehr Interessantes finde, dann schreie ich, als ob ich ein Zalando-Paket bekommen habe. Okay, ich freue mich drauf. Ich freue mich nicht auf Schreiköpfe, nein, tut leid. So, ich bin hier am Rumwerkeln und gucken und machen und tun, ob das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Huch, aua, warum habe ich Falldamage gekriegt für so ein bisschen? Also hier ist auf jeden Fall eine riesige unterirdische. Ein riesiges Höllensystem. So. Los. So, Eisen brauche ich auf jeden Fall ganz viel. Zum Glück ist hier gerade eine riesige Ader. Stimmt. Hat das gerade gepasst, oder was? Bitte? Ja. Nee, der verbindet das nicht, okay. War schon richtig, was ich hier gemacht habe. Ja, es ist immer die große Frage. Verbindet er es nicht? Manchmal sieht es so aus, als würde er das sogar tun. Oh, da war Wasser. Das wundert mich dann ein bisschen. Oh, ein Zombie-Ist! Hilfe! Kann dir nicht helfen. Na gut, ich hau ihn kaputt. Helf schon. Dir selber, du bist alt genug. Ich wollte ihn eigentlich an der Leine nehmen, aber irgendwie... Da hinten ist irgendwas. Da hinten ist eine Mine. Oh nein. Ich hab's gerade angekündigt und ich hab's direkt gefunden. Echt? Ja. Das ist ja geil. Musst du gucken, wie ich da hinkomme. Ja.
Ist nämlich ganz einfach gerade. Auch hier ist ein Mineneingang. Schön, 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 schön. Ich habe hier ein total komplexes Konstrukt. Andere würden es nicht als komplex ansehen, weil einfach ich da nicht so krass bin wie manch anderer, ne? So sagen. Aber für mich ist das ein Meisterwerk der Gefühle. Da darfst du dich nicht so runter machen. Creeper! Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Ha, ha, ha! Huh! Okay. Langsam mache ich mir Sorgen um den Ustra. Kannst du auch! Okay. Noch ein Creeper! Oh nö! Fackel hinstellen! Oh, da war ein Baby-Zombie. Oder eine Hexe oder sowas. Okay, habe ich erwischt. Wir sollten uns wirklich ernsthafte Gedanken um den Ustra machen. Denn. Huch, was war das? Und ernsthafte Gedanken um mich. Wo ist dieser? Ach, das ist eine Hexe. Fucking! Es klingt sehr spannend, also. Wer gerade bei mir guckt, sollte eventuell jetzt mal. Ah. Wow, 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 was war das? Der erlebt da so einige Abenteuer. Ja, hier ist Abenteuer, echt. Ja, ich sag aua, 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 nein, 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 ich sterbe, Hilfe, 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 Hilfe. Wie das klingt, muss ich mir echt deine Folge reinziehen, ne? Bau mich hier irgendwie zu, gerade. Das war eine Minispinne, eine grüne, eine giftige. Ich bin. Ah. Von was weiß ich eigentlich noch was nicht? So. Auf jeden Fall habe ich schon mal die ersten Schienen gefunden. Das ist ja, das passt ja komischerweise wie Arsch auf Eimer, dass ich jetzt Schienen gefunden habe für unsere Minecart. Cool. Auf jeden Fall mega cool. Ich habe eigentlich nur ein Problem mit der ganzen Sache. Das wäre? Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Oh mein, ich werde so sterben. Sieht eigentlich so ganz cool aus. Muss ich hier jetzt noch Treppen draufbauen? Ich werde sterben. Sieht irgendwie besser aus. Ja. Ustra, nicht sterben! Ustra, bleib wach! Ustra, nicht sterben! Sagt es alle zusammen! Nicht sterben, Ustra! Ich habe Melonenkerne gefunden. Also sag es nochmal. Nicht sterben, Ustra! Nicht sterben, Ustra! Ustra, nicht sterben. Oh, ich sagte, wenn ich sterbe, ich werde so schreien. Ich werde das ganze. Ich werde die ganze Folge zusammenschreien. Oh mein Gott. Okay, wir erlauben dir das alle. Erlauben wir es ihm? Ja. Oh, ich bin so stolz auf dieses Haus. Es hat Stacheln. Oder so. Bitte was? Ah, 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 mein Arsch. Scheint es nicht gut zu gehen. Mein Arsch explodiert. Hilfe. What the hell is going on with you? Ich weiß nicht mehr, wo ich zurückkomme, vor allen Dingen. Das ist das viel Schlimmere. Ich wollte gar nicht an die Berg. Hoch? Was mache ich jetzt? Hoch? Was ist das denn? Wie habe ich das denn gemacht? Egal. Warte mal, ich glaube, ich komme von hier. Ach ja, hier ist meine Fackel, da habe ich den Creeper erledigt. Ich komme jetzt erstmal wieder nach Haus. Der Creeper lauert schon. Oh nö, du. Ich glaube, ich habe gar keinen Bock drauf. Geht es? Oh. Und jetzt sagt es nochmal alle. Ustra, nicht sterben. Ja, genau. Oh my fucking hell. Au. Oh, das ist leichter gesagt als getan hier, ey. Creeper! Again? Er erlebt Sachen, die werde ich in 100 Jahren nicht erleben. Creeper strikes again, ey. Oh fucking hell. Feuerwerk der Gefühle hier. Alter Schwede. Also. Und dabei diese sehr idyllische Musik in meinen Ohren, der Hafenklänge, sehr gut. Hab ich auch. Die Sonne geht zum Glück jetzt erst unter. Oh. Entschuldigung, ich dachte, ich habe schon Halluzinationen, ich habe schon gedacht, ich hab wieder einen Creeper gehört. Nicht gut. Was hast du so gemacht? Und wie war dein Tag, Schatz? Ja, ich versuche gerade hier so ein Dächlein zu bauen. So, weißt du? Also, es sind so ein Vordach-Dingen. Nee, eigentlich nicht. Das sah jetzt aus wie ein Vordach, aber ich wollte eigentlich so ein Satteldach oder so bauen. Ah, okay. Ich habe Glatzflaschen gekriegt, ich habe ein bisschen Zucker gekriegt. Lass uns ins Bett gehen. Ich habe eine Lore gekriegt, ich habe Melonenkerne gekriegt. Echt, du hast eine Lore gekriegt?
eine Lore. Und also da ist alles eigentlich, was das Herz so begehrt. Wie gesagt, Melonenkerne haben wir auch schon, deswegen denke ich mal, könnten nur besser werden. Setzlinge wäre natürlich auch cool, wenn man die da finden könnte. Mit dem Sattel? Keine Ahnung, warte mal, wie? Was? Ein Satteldach. Ein Satteldach ist normalerweise so ein spitzes, oder nicht? Ja, ja. Das ist bei dieser Konstruktion aber ziemlich schwierig. Weil das Haus ja, einmal eckig geht. Soll ich dir das gleich mal so ein bisschen. Ich könnte dir das aufmalen, aber. Weiß, ich hab's. Warte mal, ich glaube, ich habe Erde oder irgendwie sowas. Ich habe Stein dabei. Kannst du Stein abbauen? Theoretisch? Ja, warum? Ja, dann kann ich dir das mal eben aus Stein so ein bisschen anmalen, sag ich jetzt mal. Ich will das aber nicht angemalt kriegen. Also, du machst ungefähr bis. Warte, bis hier? Hier ist hier muss der höchste Punkt. Warte, nee, nicht hier, sondern. Wenn hier der höchste Punkt ist, passt es genau. Dann kannst du nämlich den höchsten Punkt in die Richtung legen, zur Tür hin und in die Richtung legen. Und dann musst du alles andere nur abstufen. Immer abwechselnd mit Blöcken und ja, ich wollte das. Slabs. Ich muss abwechselnd machen mit Blöcken. Mhm. Ja, weil dann hast du einmal eine Stufenfläche und einmal eine Fläche, wo du wieder eine Stufe dran machen kannst. Sonst geht's nicht. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich das machen soll. Ja, ich kann dir dann gleich ein bisschen Hilfestellung geben, wenn du willst. Jetzt bin ich reingefallen. Läuft auf jeden Fall schon mal. Wir haben fast die, also wir haben die gute Hälfte des Weges haben wir schon mal Schienen verlegt, du. Echt? Jo. Das ist ja krass. Mega. Was für Material wolltest du denn benutzen? Achso, ich muss mal in die Melonenkerne einpflanzen gehen, Entschuldigung. Akazienholz? Ja. Wir haben gar kein Akazienholz, ich weiß. Achso. Nee, ich wollte Eichenholz benutzen. Als Dach. Ah, guck mal, ich hab eine Hake sogar dabei, perfekt. Weil das so orange aussieht, weißt du? Mhm. Findest du denn das Haus so jetzt von außen und von innen und... Finde ich ganz schip. Schip. Ja. Sagst du das jetzt nicht nur einfach so? Ne, sag ich vor allen Dingen deswegen, weil ich mich ein bisschen versprochen habe, aber ich find's hübsch. Ja, hübsch ist aber wie nett. Besser von Scheiße. Nein, es sieht gut aus. Wenn du das hören wolltest. Weil es halt, also das finde ich sehr cool, weil es halt nicht so blockig aussieht und weil es so Form hat, weißt du? Das finde ich sehr schön. Also wolltest du Eichenholz benutzen oder wie? Was ist das denn? Das ist ein Balken. Ach ja, das sieht auch cool aus. Warte mal eben, ich muss mal eben niesen. Gesundheit. Dankeschön. Das wird nämlich das Schlafzimmer. Also was Häuser angeht, bist du echt cool drauf. Das cool wäre es auch, wenn wir unsere Hütte nochmal abreißen könnten und da richtig so ein Palace hinbauen können, aber... Aus Quarz? Ja, auf jeden Fall aus Netherquarz, auf jeden Fall. Ja, wo hast du denn dein Holz? Kann ich dir jetzt noch helfen? Ja, warte mal, hier. Das ist alles, was ich besitze. Ja, reicht mir doch. Meinst du, das klappt, sonst mache ich ein Flachdach oder sowas? Nein, das klappt. Gut, jetzt muss ich nur wieder darauf kommen. So. So ein bisschen. Ja, hier ist das schon ganz cool. Eigentlich musst du nur. Ja. Da hier so mal ein Dings drauf machen. Ja. Ist die Frage, ob du jetzt, sag ich mal, noch hier einen abstehen haben willst. So. Ja, damit es das noch einen weitergeht, als ich jetzt mal die Außenwand. Ja, das Problem an dem Haus ist, ich glaube, ich muss da doch Flachdach machen. Nein, musst du nicht. Doch, wie? Auf der Seite, sonst sieht das doof aus. Mm-mm. Nein. Ja, so sieht's jetzt aber doof aus. Ja, das liegt jetzt aber daran, weil du jetzt einmal einen überlappt. Das ist ja, das kann man ja wieder wegmachen. Ja, das gehört aber zu einem Satteldach. Nö. Muss nicht. Und allerdings schon, dass das ein bisschen drüber lappt und nicht, wenn es perfekt drauf sitzt, ist es ja kein Satteldach. Was? Das Satteldach hat nichts damit zu tun, sondern eher mit der Form, die, Ja, das ist spitz, aber auch drüber laufend. Wir haben kein Holz mehr, oder? Doch, ich hab da noch genug Holz. Hast du mir noch genug Holz gegeben? Wie viel Holz soll das denn kosten? Weiß ich ja nicht. Was darf es denn kosten? So, und jetzt müssen wir nochmal eine Stufe Plus machen, damit ich da auch drauf komme.
Zum Babauen. Babauen. Babo am Babauen. Das kann jetzt mal zugucken. Ah. So, müssen wir einmal. Erstmal müssen wir einmal so rundrum machen. So. Und dann brauchen wir den Block. Der Block müsste dann einen höher gesetzt werden. So, da müsste das rein. So, da darf einen drumrum gebaut werden. Ganz wichtig hierbei ist zu beachten, das Holz muss vorher laminiert, also hier, ne, so laminiert werden, damit da nicht durch die Witterung so viel Schäden erleidet. Ganz wichtig. Laminiert? Ja, du weißt schon, so angestrichen. Holzlack drüber. Oder Holzlack oder so, genau. Sehr, sehr gut aufgepasst in meiner letzten Folge von Wie baue ich ein Haus. So, und wenn das vollbracht ist, dann musst du nochmal einen Block nehmen. Und dann musst du das nochmal einen höher machen hier. Da könntest du aber theoretisch auch wieder einen Block nehmen, weil ich denke mal, das wird jetzt eh die letzte Stufe. Damit das so ein bisschen förmiger aussieht, kann man hier auch direkt einen Block nehmen. Dann müssen wir den einen da gleich wieder wegballern. Müssen wir gleich mal gucken, wie das genau aussieht. Und dann sieht das so aus. Fertig ist. Und hier die beiden, da kommen jetzt noch... Sag ich jetzt mal so. Und der kann auch weg. Kann ich das aber mit dem... Oder wir machen... Du machst hier nur einen Slab höher. Also du machst nur in der Höhe. Ich muss von unten gucken. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, aber wenn ich mir das so angucke, deine Mühe aller Ehren. Also ganz oben lieber doch flach, ne? Also ein flacher. Wieder flach oder komplett weg? Nee, nicht komplett weg. Dafür habe ich viel zu viel Mühe gegeben. Nee. Wie, nee? Ja, nee, mir muss es ja auch gefallen, aber wie gesagt, das passt zum Hausbaustil nicht, wenn das nicht einen drüber ist. Oder wenn es einen drüber ist, passt das mit den Stufen nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht dann doch flach sein sollte und ich dann nochmal so ein kleines Häuschen sozusagen baue, wo so ein Satteldach dann drauf kommt, weißt du? Bevor du dir da jetzt solche Mühe gibst, weiterhin. Hab ich schon. Wie findest du denn das? Ja, das sieht ja ganz nett aus, aber nicht auf dem Haus. Guck dir das doch mal im Ganzen an. Das sieht aus, als hätte da ein Hund draufgeschissen jetzt. Aber von innen sieht das auch schön aus. Nee. Wie nee? Hä? Dann helfe ich dir bei der Scheiße, dann ist das doch beschissener als vorher. Dann brauche ich dir nicht helfen. What the fuck? Oh Mann, ich wollte das doch nur mal sehen. Naja, gut. Wie das aussieht. Ja, hast du ja jetzt. Wie man das macht. Und jetzt darf ich wieder alles abbauen. Ja, weil das scheiße von mir war. So, okay. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal hier bei Minecraft. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen da oder einen Kommentar. Uns wird's sehr freuen. Also dann. Ciao.